Läuft, ne? Perfekt. So, die schöne Osada, genau, also. Boah. Ja, das ist, wenn man ein bisschen wieder neu draufgekommen ist. Also, wir hatten ja hier gesagt, wir möchten hier quasi das Ganze ein wenig aufpeppen. Gras. Und das werden wir jetzt auch als erstes erstmal machen. Und ich werde deswegen... Also, wie gesagt, heute keine Ego-Perspektive. Taste Q. So. Ach, die... Die leben ja sogar noch. Was geht denn ab? Also ich bin mir sicher, hier fährt immer jemand rein. Ich bin mir jetzt definitiv sicher. Weil ich habe das Tor letztens zugemacht. Naja, egal. So, also. Dann werden wir jetzt erstmal unser... schönes unsere Saatmaschine holen. Da werden wir jetzt erstmal die ganzen Ecken hier mit Gras überziehen. Weil die Wiese da drüben, die will ich stehen lassen. Das ist nämlich ein... Ja, wie gesagt, für die Ziegler drüben die Weide zum Abmähen. Und... So, krass. So. Aber pflanzen kann ich trotzdem. Also gecheckt ist es ja. So. Ach, mein selbstgebauter Garten da, ey. Klar hätte ich jetzt das Baumenü aufrufen können, hätte gesagt, ey, pass auf, ich hätte jetzt auch Gras direkt so anpflanzen sollen, aber Scheiße, wollen wir nicht. Aber wie gesagt, Holz könnten wir jetzt auch noch in der Zeit machen, aber ich habe genug Holz gemacht. Ich habe genug dahin verbraten, weil für mich wird es natürlich auch Geld kosten, das Ganze da, auch wenn es nur eine kleine Ecke ist.
Und wart ab. Gras wird schon wachsen. Das Gras wird schon wachsen. So. Dann gehen wir jetzt dann noch die Tiere versorgen. Zumindest. Weil meine Einnahmequellen, die ich eigentlich so groß brauche, sind eigentlich meine drei Gewächshäuser. Mein eingefrorener Bienenstock, den ich jetzt da habe. Das passt ja eigentlich schon. So. So. Genau. Zieglein, Zieglein. Mal euch noch mal ein bisschen frisch. Oh Mann, oh Mann. Ist komisch, dass in dem Futterdruck nichts gespawnt wird, ne? Sollte man auch nochmal vielleicht nochmal ein Auge drauf haben. Warum auch immer. Weil Ziegenmilch habe ich jetzt auch noch keine provoziert. So. Dann gehen wir nochmal zum schönen Pavel auf seine Farm. Und stibitzen uns gerade einfach jetzt mal ein bisschen Wasser. So, muss ich mal wegmachen. Ja. Hoppala. Weil sonst früher, Anfangszeiten auf der Farm, immer komplett rechts hoch. Wirklich sind die rechte Seite der Karte oben gefahren, also quasi zu dem See da oben bei Feld 61 da. Seht ihr gar nicht, gell? Also hier in dem Bereich, ne? Quer über die Karte. Aber hey, ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt mal meinen Partner ab. Instant Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung. So kannst du, so habe ich die Karte gut kennengelernt. Das lübt. Und das lübt. Hoppala. Da hat er ja immer noch den Hubbel. Und tanken bitte. Ja, das ist so Pavels schönster, sein kleines Reich, was er sich da gebaut hat. Genau, das ist jetzt Multiplayer. Das ist jetzt Multiplayer, Herrschaftszeiten. Eieiei. Genau, also wie gesagt, sorry, ich war gerade wieder, genau, also das ist jetzt Multiplayer, also er hat zwei Community-Server und, einmal auf der Ostsee und einmal auf der, Osata. Osata ist so klein, osteuropäische Karte, klein, aber fein, aber in der Nacht, oh ho, vor allem am Friedhof,
Oh, Leute, passt auf. Ey. Ich werde ja schon von der Schlange attackiert, ey. Also mein Kumpel wird schon sagen, was er sagt. Wüsste ich jetzt schon, was er sagen würde. Oh Gott. Ich kann schon keinen Traktor fahren. Also die, wo am Anfang die ersten paar Folgen gesehen haben, die wüssten, warum ich sage, dass Osada bei Nacht echt geil einsieht. Oi. Rainer, moin. So, weil der Friedhof hier nämlich, der ist richtig schön. Er hat sich richtig schön Mühe gegeben. Also vor allem hier. Ich meine, es gibt so viele Karten mit so viel Liebe zum Detail. Warum fahre ich hier gerade wieder echt einen Umweg? Naja. Ich will halt Diesel verballern, ne? Ist ja noch mein Geld. So, jetzt gehen wir aber, der nächste Schritt ist jetzt erstmal nach unseren Gewächshäusern zu gucken. Apropos Gewächshäusern. Einmal die Handbremse. Rainer, hey, hoi, ich hoffe, dir geht's gut bei der Hitze. Aber auch du, schön, dass du da bist an diesem schönen Samstagabend. So, da sind sie. Oh ja, die müssten wir mal... Die sollten wir auf jeden Fall mal mit Wasser füllen. So. Ach so, ja. Ja gut, ich habe heute ein bisschen früher aufgehört. Also ich habe gesagt, das reicht. Also ich hätte zwar jetzt den kleinen oder den großen Bezirk fertig, aber ich werde morgen ein bisschen früher anfangen. Aber es passt. So. Jetzt ist Arbeit. Freunde, lasst die Arbeit sein. Jetzt ist Feierabend, das Wochenende. Hey. Och, die Hände, Wochenende. So. Ja, also. Genau, das steht alles noch an. Wir füllen jetzt erstmal das Wasser auf. Dann platzieren wir schon mal den Stall. Dass wir dann schon unter Kontrolle haben. Oder dafür das Geld dann schon mal haben. Weil wir müssten uns dann nochmal Gedanken machen, was wir nämlich dann uns im Frühjahr ansehen wollen. Weil das kann nämlich ganz schön lange dauern. So. Weil mit den Paletten, es könnte einige Liter sein, die wir da nämlich da reinfüllen müssen, ey. Oder die wir sogar auch in den Paletten haben zum Transport, weil sollten wir nämlich den, also ich verkaufe sie alle meistens immer hier oben, wo der See ist. Und zwar ist nämlich dort auch die Verkaufsstation. Hat sich irgendwas verändert? Oh, doch, hat sich was verändert. Ach nee. Weiß gar nicht. Boah, voll lost. Ja. Soll ich mal wirklich was erzählen, Pitti? Ich war heute, wie gesagt, in einem Bezirk. Ich höre so Plätschern. Von so einem Whirlpool, ja. Hab die Zeitung in der Postfach gesehen und sehe dann hinten links, ne? Hinter so einem Gebüsch zwei Leitsitze. Oh, schön am Schnattern, ich so Zeitung rausgetragen und die so schön im Pool. Ich so, ah. Das könnt ihr euch denken. Das überlasse ich euch die Fantasie. Ey, ich sag jetzt, das war so, oh, das war mir echt peinlich, ey. Ich habe ja meine Routine, ne, und alles ist gut. Aber das da, das war schon, naja, egal. South Valley Bio Energy. Also normalerweise ist hier der Verkaufsdrücker an Transpol. Aber
Da kommt quasi das Ganze dann dorthin. So, jetzt wollen wir aber mal weitermachen, weil wie gesagt, schließlich möchten wir heute noch ein bisschen was erreichen, ne? Weil ich weiß nicht mal, ob das Geld, was wir für unseren Pferdestall da haben, überhaupt auch reicht, ne? Müssen wir nämlich auch aufpassen. Weil dann bin ich gezwungen, Holz zu machen. Also ich muss dann auch wirklich Holz machen. Oh je. Jetzt sind schon wieder Beweisfotos für über fremde Gefilde gefahren, ne? Ja, vor allem, wenn wir gerade dabei sind, ne? Video. Wasser holen. Egal. So. Hoppala. Gleich wieder stecke ich fest, ha? Ach ja, es ist wieder schön. Schön auf der Ostsee, Ossa, da unterwegs zu sein. Aber ich brauche definitiv. Also mit LS22 muss ich sagen, fange ich auch hier gerade das erste Mal auch mit den Pferden an. Ne? Also sonst habe ich noch keine Pferde gehabt. Das wollte ich ja auch damals mit Mais Plus eigentlich machen auf der Haute Bellerin. Aber ich weiß nicht mal, was die für Futter brauchen. Also, wenn die nur Hafer fressen, dann soll sie Hafer fressen, das passt. Haferstroh und hast nicht gesehen. Muss man mal gucken. Also wie gesagt, für Mais Plus will ich mir sowieso mal, also ich ein Lager wird bauen. Ja, weißt du, falls der gute Trecker streikt, brauchst du halt fahrerstarke Pferde, ne? Deswegen zum Pflug, zum Grubbern, zum Striegeln. Aber überlegt mal, was früher in der Farm oder früher der Bauer an Viecher haben musste, Kühe, Ochsen angespannt, ja, wie sich halt das Ganze geschichtlich wirklich entwickelt hat, ne? Also es ist mega. Ja, genau. Entschuldigung, ich habe gerade so ein scheiß Kopfkino. Hockst auf den Träger rein. Ich muss schon wieder an Werner denken. Ach, verdammt nochmal, ey. Ach Gott, ach Gott. Es war bestimmt. Es war doch in der Folge, wo sie doch. Lass mich raten. Lass mich überlegen. Wo es so kalt war. Schneeträger gestartet, dann schön. Hast schön gesehen, wie aus dem Schnee kam. Oh. Der ist voll. Der ist gut. Ja, so kann ich natürlich nicht hinfahren. Ein Karamell. Ja, ein Karamell. Ich hätte jetzt eher gesagt, ein Reiner. Ah, ja. Hey, es tut gut, mal wieder zu lachen mit euch. Das ist wirklich schön. Ach ja. So. Ach komm, wir machen das Ding jetzt noch voll. Ob wir jetzt da leer machen oder hier leer machen, das ist doch eigentlich egal. Das ist jetzt eigentlich egal. Aber ganz ehrlich, ich freue mich auch schon. Die Ankündigung, dass da jetzt auch bald ein neues DLC. Ein Sascha.
Genau. Weiter. Das DLC, was sie jetzt angekündigt haben, ich habe es auch nur Zufall durch einen anderen Post gelesen. Aber wie gesagt, Magen-Darm-Grippe flach gelegen, da willst du nichts viel mit Computer haben. Ich habe nur geschlafen, ey, ich schwör. Nur geschlafen. So. Ja. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Wie gesagt, ich freue mich auch schon richtig drauf. Weil ein von Krone der Wender. Ah, der von Krone. Ich denke mal doch, der dürfte von Krone sein. Von der Arbeitsbreite her hoffe ich, dass er passt, weil dann hätten wir für Feld 26 ordentlich was. Oh, Junge, ey. Alter, wo hast du denn dein Führerschein gelernt, ey? Mülltonne oder was? Da vorne steht's. Geh rein, Junge. Einmal klippen, bitte. Mann. Ja, genau. Und das ist das Faszinierende daran. Deswegen, also... Ich find's halt schade, weißt du, wenn du so wie Hof Bergmann oder andere Karten hast, wo die Bauer sich die ganze Zeit so Updates machen. Oder andere Karten, ist egal welche, ja. Und du hast schon einen Spielstand, aber es kommt ein Update raus und dann denkst du, ach scheiße, jetzt darfst du die ganze Scheiße nochmal von neuem anfangen. Es ärgert mich sehr, weil du sehr viel Zeit da rein investierst, aber gerade die neuen Funktionen, deswegen, ich warte einfach. Dann spiele ich lieber die Standard-Map oder guck auf die Thüringer, weil ich glaube, die Thüringer war nämlich auch so eine, wo du, Updates auch rausgekommen ist. Und da ist Mais Plus übrigens, Pity, da ist Mais Plus integriert schon drinne. Und die ist auch sehr, sehr, sehr groß. Och Junge, was fahre ich denn da? Ja, was fahre ich da für ein Mist heute? Aus der Ego-Perspektive sieht es alles so einfach aus. Ah. Viel zu einfach. Na. So, ja. Da mussten wir uns mal wirklich mal... Also wie gesagt, wenn wir fertig sind auf der Osada, können wir uns gerne mal den Poster mal angucken. Ich meine, es gibt viele, aber... wenn du die Möglichkeit hast. Ich meine, ihr wisst ja, ich will an jedem meiner Felder ein unterirdisches Güllenbecken haben. Dass ich quasi, Pedi, dein schönes Beispiel auch, mit dem Wassertransport oder in meinem Fall Güllentransport. Entschuldigung. Den Autotreff dann fahren lassen kannst zum Überladen. Und, ja. Deine eigene kleine Kette fahren könntest. So, lass uns mal kurz mal... Oh, jo.
Genau, kurz Escape. Lass uns mal gerade kurz den Zwischenstand gucken, wie viel ich noch brauche. Eine Ladung noch, das passt. Dann sind die voll. Genau. So. Weil ich habe mir nämlich ein, wenn ich, sagen wir mal, die Pferde habe, habe ich nämlich einen kleinen Spaß vor. Dann sage ich nämlich, ach, wo sind denn meine Pferde hin? Also, könnt ihr euch was Spannendes machen. Vielleicht, ich hoffe, dass ein und anderen das auffällt. Ne? Also wie gesagt, deswegen im Video, hype, 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 ne? Kräftig teilen das Video, wenn es dann rauskommt. Dann gibt es dann nämlich eine kleine Überraschung, die ich hier nämlich geplant habe. Hi, ich freue mich drauf. Oh, jetzt bin ich aber gehässig. Ja, Brunnen. In Brunnen, ja, aber ihr weißt ja, das ist so. Es soll ja auch Spaß machen zum Fahren. Soll schon ein bisschen realistisch sein, ne? Also normalerweise. Oh. Sag mal so, wenn du ich weiß nicht, wie man das ausdrücken könnte. Angenommen, du würdest die Stadt beauftragen oder das Dorf, hey, ich würde gerne eine Wasserader finden. Und du würdest dann quasi. Gegen eine gewisse Gebühr dann quasi dir eine Ader oder einen Brunnen bauen dürfen. So. Dann hätte ich gesagt, okay, oder einfach in aus dem Brunnen so ein Wasseranschluss, dass halt so ein Hahn rausguckt und du sagen kannst, hey, pass auf. Da ist was. Ich schließe das Rohr an den Hahn an, gehe dann hin, drück dann drauf und sag, pass auf, ich zapfe jetzt Wasser. So, muss ich hin, ah, dahin. Ja, macht man normalerweise auch nicht so, aber. So. Wie gesagt, Ego-Perspektive und Rückwärtsfahren ist heute nicht so. Ist heute nicht drin. So. Also, Futter. Sind die jetzt versorgt? Dann schnappen wir jetzt mal unseren. Kleinen Transport. Dann holen wir nämlich jetzt als erstes mal die Salatköpfe ab. Was habe ich gehört? Ein schöner Kopf. Ja, mein Kopf wird auch dabei sein. Ey, das wäre doch mal eine geile Idee, Salatköpfe mit meinem Gesicht drauf zu machen. Der sieht so verschimmelt aus, den wollen wir nicht nehmen. Oh ja, ey. Jetzt sind wir drin, Freunde. Jetzt sind wir drin, ey. Oh ja, das ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Ich glaube, irgendwas hat einen schlechten Einfluss heute auf mich. Kann das sein?
So. Ach Gott. Ah doch, sei doch. Doch, genau. Warte mal. Lass mich mal kurz nochmal die Produkte. Ah. Also waren das die zwei noch vom letzten Mal. Okay. Na gut, passt. Dann haben wir wieder mehr Erdbeeren. Kurze Frage, wann spielt denn der DFB heute Abend? Na. War nett, dass ich da. Was verpassen, Tü. So. Weil ich habe auch. Ich hab's auch gar nicht gecheckt, dass der, dass heute Abend sogar überhaupt Fußball läuft, ne, also. Ich war nur enttäuscht, dass, dass Bayern schon wieder Meister geworden ist, ja. Um 20 Uhr, Mann, okay. Es ist wirklich so, es ärgert mich wirklich, dass Bayern wieder Meister geworden ist. Und das so knapp, ey. Vor allem dann. Wie gesagt, ich kenn. Ja, das Dusseltor vor allem, ne? Also. Weiß nicht, was man dazu noch sagen muss. Der kullert ihm den Ball aus der Hand, ey. Also. Das musst du mir auch erstmal erklären, wie das da. Wie das da geht, ey. So. Ja, genau, jetzt haben wir fast schon, warte mal, ja, eine Stunde, doch, eine Stunde rum. Und jetzt kommen die ganzen Bots wieder, ne, Pity, das ist halt das, was ich halt meine. Vorher habe ich es mal 45 Minuten gehabt und je mehr ich halt es stört oder ich habe halt, wie gesagt, ein bisschen Rückmeldung auf den Chat halt geachtet, auf deine Frage nochmal so oft zurückzukommen und deswegen habe ich das alles nur noch mit so Timer-Bots drin, was Stream Elements dann quasi hat. Oder es gibt halt jemanden einen Befehl ein, dann kriegt er halt den auch als Flüster-Nachricht. So. Und ich kam leider auch noch nicht dazu, die Bilder oder das Setup für den V12 da zu veröffentlichen. Junge, Junge, Junge. Ich habe mir auch jetzt einen beschissenen Platz da jetzt gesucht. Ne? So. Eieiei. Also haben wir gleich geschafft. Ja, wenn es halt immer so eine Wagenladung groß ist, dann passt es nämlich richtig gut. Weil sonst fliegen es nämlich nicht. Ja. Ist gleich weg. Ja, aber es sind halt die Einnahmen. Normalerweise direkt ein Verkaufstricker und die Sache wäre eigentlich geritzt, ne? Ja, es waren die letzten. Das waren die letzten. Die lassen wir noch da. Du bist neu.
Ah, nochmal. Nee, doch. Ah. So. Ja. Matsch, Bananen, Babatsch. Alla, falla, ich krieg sie gleich. So, passt. Fahr den Rest weg. So, apropos, wegfahren. Wir platzieren jetzt noch den Stall, aber ich befürchte. Oh, geht sogar. Oh, wir könnten uns den sogar leisten. 8 Stück. Schön. Oh, verdammt. Da ist er. Wir haben Pferde bald. Grundstein gelegt. So. Dann verkaufen wir das noch schnell. Oh, verdammt. 10 künstlerisch bin ich nicht gerade gut. Ach du liebe Güte. So. Dann wären wir eigentlich auf der Ostsee. Dementsprechend dann auch schon fertig. Muss halt gucken, was wir halt dann noch im Frühjahr machen. Dann schauen wir einfach mal. Was toll ist. Weil ich könnte es eigentlich auch bei der Bäckerei teilweise verkaufen. Halt. Ich wollte bremsen. Was machst du? Du drückst die Handbremse, Alter. Das gibt's doch. Na? Eieiei. Hat's die wieder zu hoch gemacht, ja? So. Ich denke, jetzt kann man mich wieder besser verstehen. So, nochmal rückwärts rein. Kriegst du einen gewissen Betrag quasi, aber ist egal.
Oh, ich glaube, dann ist die Produktion bei der dann leer, wa? Ah, dann passt das ja. Glück gehabt. So. Achso, das ist der Fanta Oscar. Sein Imperium des Farmers. Hat sich das sehr, sehr, sehr ausgetobt. Und der aktive Kieler sitzt irgendwo da hinten. Ah, habe ich gesehen. Nicht über der Hochfahren. Sage mal. Aber Hauptsache gut Energie produzieren hier. So, dann ist die Ableitestelle, wo ich hin muss. Super. So wünsche ich mir das. Bisschen Einnahmen. Also wenn ich das richtig gesehen habe, brauchen selbst die Pferde Stroh, Heu und Wasser. Nebenprodukt müsste dann eigentlich ja auch dann wieder Mist sein. Wir hatten da einen Heuhaufen bei der Bushaltestelle dahin geschissen. Eieieiei. Ihr drei da. Habt da bestimmt an der falschen Entladestelle da. Jawohl. Oh, geil. Oh, Jesus, Maria Gottes, ey. Ich und Drecker fahren, das wird nichts. Das wird sowas von nichts. Da will ich gar nicht wissen, wie es dann nachher ist, wenn wir dann zusammen dann noch ACC fahren, ey. Bande, Bande, Bande. So. Schön. Soll erfüllt. Jetzt. Gucken wir uns gerade noch eine Sache an. Ich glaube, das haben wir auch schon mal angeguckt. Letztes Mal. Ja, ich habe richtig gehabt. Also okay. Wenn wir das jetzt einfach mal, Entschuldigung. Aktiviert wollte ich nicht. Also. Bräuchte ich doch noch einmal. Raus mit. So.
Ach, der Lieb, bitte. Okay, Adam. Ich hab doch im Silo Sorkumpierse. Sag bitte, dass ich das hab. Ach, konzentrier dich, wo sind sie? Nein, ich hab's nicht. Ich hab so, ja. Ah. Da würde ich erstmal gar keine kaufen. Ja. Dann würde ich erstmal gar keine kaufen. Also quasi, wenn wir jetzt mal die Monate gehen. Ach, verdammt, genau. Ich kann's erst. Oha, was? Moment. So, komm hier so. Auf die einfache Art. Na. Ja, so eigentlich schon, ja. Ganz ehrlich, lass uns mal gucken. Einfach mal gucken, was das kostet. Ja. Oha. Oha. Nee. Das müssen wir anders machen. Da will ich lieber Eigenproduktion durchführen. Ja, da bist halt der harte Biss bei mir, aber wie gesagt, das muss halt so sein. Oder es gibt einer von den drei Leuten, die mir einfach mal hier genau an dem Punkt ihr Heu hinschmeißen. Und ich mache mir hier Heu und daneben dann quasi Stroh. Da kann ich ja selber meine Ballen machen. Das wäre mir dann an komplett scheißegal. Ne? Aber dafür könnte ich mir quasi Money geben. Statt beim Händler. Bestimmt billiger, aber egal. So.